Wir haben einen Callcenter verarscht, bei dem sich die Betrugsanrufer als Europol ausgegeben haben. What? So, should I buchstabieren? I messed up with a few drugs I was dealing in Berlin. My brain is also very slow from drugs. I'm smoking so much crack. Die haben sowohl bei mir als auch bei meinem Bruder schon jeweils 2 bis 3 Mal angerufen, dank Caller-ID-Spoofing aber immer mit einer anderen Nummer. Jedes Mal haben wir direkt am Anfang aufgelegt, bis ich mich entschlossen habe, diese Mistgestalten komplett zu verarschen und das Ganze zu filmen. Ich habe versucht, einen klischeehaften deutschen Bürger im Alter von 40 bis 50 Jahren mit übertriebenem deutschen Akzent und schlechten Englischkenntnissen zu spielen. Ich habe also die Kamera aufgestellt und einfach auf den nächsten Anruf gewartet. Lange musste ich nicht warten, bis mein Bruder wieder angerufen wurde. Let's go. Und jetzt? Jetzt habe ich 1 gedrückt, was passiert jetzt? Hallo? Hello, hello. Here is Steven. I heard that something with I don't know exactly. Can you tell me what the problem is with my card? Hello. Hello. Ich habe bis dahin nicht wirklich zugehört, was die automatisierte Stimme am Anfang gesagt hat, weshalb ich nicht wusste, womit ich überhaupt die Konversation starten sollte. Der Betrüger hat mich wahrscheinlich lachen hören und deshalb direkt aufgelegt, weil er gemerkt hat, dass ich das Ganze nicht ernst nehme. Ist aber kein Problem, nur wenige Sekunden später haben die wieder angerufen, diesmal bei mir statt bei meinem Bruder. Hello. Hello, this call is from the Europol. Thank you for calling Federal Police Department. How can I help you? I heard that my identity card number was seemingly misused for some stuff. For some bad activities, it seems. What is the problem? Let me check your information. Can verify my ID number. I cannot understand. You sound like a robot because of the bad connection. Verify me your ID number. My ID number. Okay. Wait a second. My ID number. I have to just grab my ID card. Where is it? Oh, yeah, there it is. The number is 35. Yeah, no problem. Which card you're holding, what? Wir haben auf den Personalausweis von meinem Bruder geschaut, um uns grob an der Nummer zu orientieren, einfach was die ungefähre Länge angeht und welche Art von Zeichen enthalten sind, also nur Zahlen oder auch Buchstaben und so weiter. Ich habe aber schon zu früh abgefälscht, wodurch sie gemerkt hat, dass das nicht stimmen kann. Deshalb habe ich dann so getan, als hätte ich versehentlich die falsche Karte in der Hand und lasse danach beim Ablesen zumindest die ersten Zahlen unverfälscht. It's the wrong card. It was my driver's license. I have to check. Are you a German citizen? I am a German citizen, yes. Sorry, I have Corona. Okay. Let's check. I'm a bit nervous. Okay. LF, then there is another number. Let me get my glasses. It's a 3. 39, and then it's a letter. And then there's one more number. 0. Yes. Accurate. From your area postcode number, what is your area postcode? What road? Which road? Your area postcode. Ah, my postal code. Yeah, you sounded like a robot again. 80331. It is Munich Altstadt Lehel. It's a very beautiful location in Munich. Your ID card, the exact name that is on your ID card. Ziegler. So, what? So, should I buchstabieren? Should I spell the name or what? W E R N E R. So my last name is Z. You know the American Z. In UK you would say Z, I guess. So it's a C, the last letter of the alphabet. Yeah, you have it. Yes. Yeah, yeah. C. And then I, like iPhone. Yeah, exactly. And then it's an E. You said the last name is Z-I. After I, what is the letter? E. E like England. E like England? England? If I like England, yes, I like England. Very beautiful island. Yeah. After that? It's a G. G. Like Germany? Yeah, like Germany or like G-Shock, if you know the watch. It's G-Shock. Yeah, G. It's a G. Like a gangster. Okay, and then after the G, it's an L, like loser. And then it's an E again, and then it's an R. Okay, so the first name is Werner, and the last name is Ziegler. Ziegler, exactly. You are right.
That's very correct. Very, very correct. I don't know what happened. I thought nothing happened, but I got an automated call where someone said that my ID card was involved in some kind of illegal activity or something. Okay, so I'm going to explain to you. Then listen carefully, okay? This is a recorded line. Everything has been monitored and recorded by the Federal Agency. So make sure that you are specific and honest whatever you speak on this recorded line. Yeah, yeah, of course. As per the investigation record under your name, we found two suspicious addresses on the border of Berlin. And these addresses were reported by the locals for some suspicious activity. When the local police department raided on the address, they found some suspicious things, including drugs and paperwork. There are two addresses in Berlin. The first address is Landstrasse 42 with a postcode 12055 in Berlin, Germany. And the second address is Landstrasse 78. Okay. So do you know any of these two addresses in Berlin? Das Ziel dieser Betrugsmasche ist, dass man jetzt leugnet, involviert gewesen zu sein und sagt, dass man diese Adressen nicht kennt, was ja auch der Fall ist, weil alles, was sie sagt, kompletter Bullshit und rein fiktiv ist. Die Betrüger wollen, dass man denkt, dass es sich um eine Verwechslung handelt, die man jetzt aufklären muss, damit man nicht Europol am Hals hat, wegen Drogendelikten und weiteren illegalen Aktivitäten. Die Betrüger spielen die strengen Polizisten, die aber gleichzeitig kooperativ sind und deine Unschuld beweisen wollen, um dein Vertrauen zu gewinnen und so an weitere Informationen von dir zu kommen. Ich mache genau das Gegenteil und bestätige mehr oder weniger die vorgeworfene Straftat. I don't know exactly. I was in Berlin and yeah, there were some drugs involved actually, but I don't know these addresses really. But I know that I messed up with a few drugs I was dealing in Berlin, but it's no big deal actually. And when did it happen? When did you do drugs? I do drugs very often, to be honest. But it's nothing you should tell other people, maybe. But it's, I don't know, my brain is also very slow from drugs. And you're heavy taking drugs? I have been taking a lot of drugs. You are coughing. Yeah. Lord, what happened to you? Crack. I'm smoking so much crack. Okay, I want to make sure that you're... Come again? I didn't understand you. Can you repeat your ID number one more time? You need my ID number one more time? No problem. An der Stelle haben wir jetzt ein Problem, weil wir ja eine fiktive Nummer genannt haben, die wir uns nicht gemerkt haben. LF72, then it's a 3, then it's 0, then it's an exclamation mark, I guess. Oh Mann. Okay, oh shit, weil mit der 3, das wusste ich noch. Ja, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob das ein Z war oder das letzte ein Z war. Auf jeden Fall, wir hätten es wahrscheinlich so oder so ruiniert. Okay. Ja, und deshalb dachte ich, bringe ich einfach nochmal irgendwas, was so gar nicht sein kann, einfach um sie. Weil ich dachte, vielleicht bleibst du trotzdem noch länger in der Leitung.